Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited. Mein Name ist Volker Zwing. Seit längerer Zeit schon bleibe ich immer wieder an einem Vers aus dem Lukas-Evangelium hängen. Kapitel 15, Vers 1 steht, es nahten sich Jesus aber allerlei Sünder und wollten ihn hören. Das ist ja eigentlich das, was sich jede Kirchengemeinde wünscht, dass die Menschen von sich aus kommen und sagen, wir möchten Gott kennenlernen. Und dann habe ich mir überlegt, wie hat Jesus das gemacht? Hat er da eine spezielle Strategie? Und dann habe ich mir gedacht, ich lese jetzt mal Lukas 1 bis 14 und achte da drauf. Und wenn man das liest, stellt man fest, das ist eine Aneinanderreihung von Begebenheiten, wo Jesus Menschen Gottes Güte zeigt. Und letztlich kann man so zusammenfassen, Jesus lädt alle ein und Jesus heilt alle. Er überlegt nicht zuerst, ob die Person das verdient hat oder ob es wert ist, in die Person zu investieren. Und das würde ich nicht als Strategie bezeichnen, das ist einfach das Herz von Jesus. Es gibt eine Geschichte von dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi, die ich sehr mag. Da ist ein junger König, der tritt seine Regentschaft an und überlegt sich, wenn ich immer nur wüsste, was ist der richtige Zeitpunkt, um irgendwas anzufangen und welches ist der wichtigste Mensch, mit dem ich mich zusammentun soll und was ist die wichtigste Tat. Und dann geht er zu einem Einsiedler und der Einsiedler, der sagt zu ihm, der wichtigste Augenblick ist immer jetzt, nur über ihn hast du Gewalt und der wichtigste Mensch ist der, der dir gegenübersteht und die wichtigste Tat ist, dem Menschen Gottes Güte zu zeigen. Und wenn man Lukas 1 bis 14 liest, dann kommt man auch vorbei an der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo ein Mensch zu Jesus kommt und ihn fragt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus die Geschichte erzählt, ein Verletzter liegt am Wegesrand und dann kommt ein Samariter vorbei und der weiß sofort, jetzt muss ich diesem Menschen helfen und verbindet seine Wunden und bringt ihn in eine Herberge und sorgt dafür, dass der Mensch gepflegt wird. Und jetzt, das ist das Herz von Jesus und jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Der erste Mensch, der dir als nächstes über den Weg läuft, schenk ihm deine ganze Aufmerksamkeit und versuch ihm Gottes Güte zu zeigen. Tschüss.